Guten Morgen, liebe Kleeblatt-Fans. Ihr seht's, wir stehen hier am Trainingszentrum. Nach dem freien Tag gestern geht's heute zweimal auf den Plätzen zur Sache. Die Mannschaft muss zweimal trainieren. Morgen und übermorgen ist dann jeweils noch einmal Training und am Sonntag dann unser Spiel gegen den FC Energie Cottbus. Aber bevor wir auf das Sportliche schauen, hatten wir gestern auch noch ein anderes Thema: Mitgliederversammlung. Das heißt, die Bilanzen sind bekannt gegeben worden und auch das Präsidium wurde bestätigt. Daneben der Wirtschaftsbeirat neu oder wiedergewählt und auch der Ehrenrat wurde gestern Abend auf der Mitgliederversammlung gewählt. Was denn finanziell bei der Spielvereinigung los ist, das sagt euch jetzt unser Präsident Helmut Hack. Wir haben unser Jahr wieder ein Ergebnis von 1.565.000 vor Steuern erzielt. Wir haben unser Eigenkapital nochmal auf gut 5,5 Millionen erhöht. Das ist schon außergewöhnlich, zumindest für die zweite Bundesliga, denn dort gibt es ja von 18 Vereinen 10 Vereine, die ein Minuskapital haben. Da unterscheiden wir uns wohltuend. Wir haben eine Eigenkapitalquote von 52% und auf dieser Basis lässt sich einfach im ganzen Verein vernünftig und ruhig und solide arbeiten und auch planen. Wenn Sie in die Bundesliga hineinhören, wenn Sie in Deutschland sich nach der Spielvereinigung oder Förderkundigen, dann sagen, das sind diejenigen, die vernünftig mit ihrem Geld umgehen können und die ordentlich wirtschaften. Jetzt möchte ich sagen, dafür können wir uns nicht kaufen, aber es ist die Voraussetzung dafür, dass wir einfach vertrauenswürdig mit Maß und mit Ziel unsere Dinge machen und auch weiter vorantreiben. Insgesamt ist der Verein eigentlich überall und auf allen Ebenen vernünftig gewachsen. Und wir haben vor allen Dingen im letzten Jahr vor Beginn der Bundesliga, ja mit der Südkurve, auch mit dem Fußballinternat rund 3,5 Millionen ausgegeben. Und jetzt das Trainingszentrum hat auch nochmal 3,6 Millionen gekostet. Und das alles haben wir einfach vernünftig finanziert und teilweise sogar aus dem Cashflow bezahlt. Und das ist schon insgesamt doch beruhigend, ja. Soweit also zu den finanziellen Zahlen, aber wir haben es ja auch schon eben angedeutet, wir hatten gestern Abend auch Wahlen bei der Mitgliederversammlung, der Ehrenrat wurde bestätigt, der Wirtschaftsbeirat wurde ebenso bestätigt und ein neuer Kandidat mit reingewählt und wir haben auch das Präsidium, das dann ernannt worden ist, das bleibt gleich, Präsident Helmut Hack, Vizepräsidenten Holger Schwiewagner, Dirk Weissert und Günther Gerling und neu kommt dazu als beratendes Mitglied im Präsidium Jürgen Schmidt, unser Archivar und unser Redakteur auch für das Stadionmagazin. Ich denke, den kennt man rund um die Spielvereinigung auch zu Genüge. Präsident Helmut Hack hat gesagt, es gibt wohl keinen, der den Verein in all seinen Facetten so lebt wie Jürgen Schmidt. Der freut sich jetzt auch auf sein neues Engagement und hat versprochen, dass er sich mit allem, was er hat, für die Spielvereinigung einsetzen wird. So viel zu unserem gestrigen Abend und jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen auf das Sportliche kommen. Wir sehen es, im Hintergrund bereitet sich die Mannschaft auf die Aufgabe am Sonntag vor. Zweimal wird heute trainiert, morgen und übermorgen folgen dann nochmal je eine Einheit hier am Trainingszentrum bei der Spielvereinigung und am Sonntag um 13.30 Uhr ist dann Cottbus zu Gast in der Trolley Arena und dann soll nach der Auswärtsniederlage beim TSV 1860 München unbedingt wieder ein Sieg her. Das sieht auch Präsident Helmut Hack so. Ich denke, das ist nochmal ein Dämpfer auch zur rechten Zeit für die Mannschaft. Wir haben ja immer gesagt, wir sind noch nicht stabil genug, wir sind so sehr schwankend in unseren Leistungen und München war halt der Leiter, der Beweis dafür und jetzt müssen wir nochmal mit allem, was möglich ist, einfach auch mit der Geilheit, mit der Couragiert, wir müssen die Zweikämpfe annehmen, wir müssen ganz einfach gewinnen wollen und dazu brauchen wir ganz einfach Gier und Geilheit und die brauchen wir in den nächsten Wochen. Es ist eins ganz klar, wir müssen immer ein Stückchen schneller, immer ein Stückchen besser, immer ein Stückchen fleißiger als die anderen sein, das ist unser Anspruch, auch nach innen. Den Ehrgeiz, den unser Präsident gerade angesprochen hat, den merkt man auch bei den Spielern heute auf dem Trainingsplatz. Intensiv wird sich da vorbereitet auf das Spiel am Sonntag gegen Cottbus, damit die drei Punkte dann auch wirklich in Fürth bleiben. Und wir hoffen dabei natürlich auch, dass wir auf eure Unterstützung bauen kommen. Kommt in die Trolley Arena, feuert die Mannschaft an, egal, auch wenn es ein bisschen kälter im Moment ist. Wir freuen uns über jeden, der uns mit anfeuert. Und dann sehen wir uns hoffentlich am Sonntag und können gemeinsam ab 13.30 Uhr dann einen Heimsieg gegen den FC Energie Cottbus feiern. Das war's von heute hier vom Trainingsplatz. Ich hoffe, ihr habt wieder ein paar Eindrücke gewinnen können. Wollt ihr noch mehr Informationen zur Mitgliederversammlung oder zu unseren Bilanzzahlen haben, dann könnt ihr bei uns auf der Homepage vorbeischauen unter www.greuther-fürth.de. Da haben wir alles auch nochmal ausführlicher für euch zusammengefasst.